Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sagenhaft und Sonderbar, liebe Freunde. Mein heutiger Gast, Lothar Lauer, ist dem einen oder anderen sicher schon bekannt, denn er ist sehr enthusiastisch, wenn es um das Thema innere Erde geht. Auch zu sehen hier bei uns auf dem Kanal. Das ist ein Thema, mit dem ich mich teilweise anfreunden kann, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Ich bin da eher bei den Erdstellen, bei den mysteriösen Tunneln und Höhlensystemen, die man überall auf der Welt finden kann. Auf das Thema innere Erde kommen wir vielleicht heute ein bisschen, wir schauen mal, lassen wir uns mal überraschen, wohin der Wind uns treibt. Aber Lothar möchte heute hier ein ganz anderes Thema, ein ihm sehr wichtiges Thema ansprechen. Lebensräume heilen und schützen. Herzlich willkommen, Lothar. Ja, grüß dich, Daniel. Danke für die Möglichkeit, dieses spannende Thema hier auch deinem Publikum zu präsentieren. Und ich freue mich auf das Interview. Ebenfalls, sehr gerne. Dann führ uns doch mal ein in das Thema Lebensräume heilen und schützen. Du hast mir ein Video geschickt, da hast du viel darüber erzählt. Das war ganz interessant. Aber am besten fang doch mal an zu erklären, um was es dir dabei geht. Ja, der Einstieg in das Thema, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Insofern, als vor einigen Jahren vor meinem Schlafzimmerfenster ein Mobilfunkmast errichtet wurde, der zunächst nur mal aufgebaut wurde, aber offensichtlich noch nicht in Betrieb war. Und eines Tages, so nach Wochen oder Monaten, wurde der in Betrieb genommen. Und das war für mich ein Horrorerlebnis. Also 200 Meter vor meinem Schlafzimmerfenster wurde ich dann also bombardiert mit 3G, 4G Frequenzen und in der Nähe eines Mobilfunkmasten ist das natürlich noch besonders stark zu spüren. Ich bin relativ sensitiv gegenüber elektromagnetischen Energien und Frequenzen. Also wenn ich irgendwo in einem Hotel übernachtet habe, hatte mit WLAN, das ist ja heute Standard, konnte ich nicht schlafen. Also alle diese Frequenzen, die uns schmackhaft gemacht werden als Highlight unserer Zivilisation und unverzichtbar und jeder muss ein Handy haben, haben mir ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht. Und als dieser Mobilfunkmast in Betrieb genommen wurde, fing es also an. Ich kam in eine depressive Stimmung. Ich habe mich schlapp gefühlt, müde, Schlaflosigkeit und also total ungemütlich. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Ich habe dann herausgefunden, dass das offensichtlich von diesem Mobilfunkmast kam. Und ich habe in meinem Gesprächskreis einen Geistheiler, den ich da gefragt habe zu dem Thema, ob man da was irgendwie dagegen machen könnte. Und ja, er hat durchaus da eine Möglichkeit gewusst, ein Ritual, wie er es nannte, aus der geistigen Welt. Er ist also auch jemand, der mit der geistigen Welt in Verbindung steht oder stand, in dem Fall mit dem Erzengel Michael. Und er hat mir dann also angeboten, mit mir zusammen, und da war noch eine Nachbarin dabei, zu diesem Mobilfunkmast gehen, wie gesagt 200 Meter etwas aufwärts über eine Wiese. Und er hat also da auch seine Winkelrute mitgebracht. Das ist ein Instrument, mit dem ich auch seitdem auch verstärkt arbeite, also als Kontrollinstrument, als Werkzeug, das zwar mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, aber ein gutes Tool ist, um Ergebnisse auch zu verifizieren, vorher, nachher. Und er hat also dann in meinem Beisein diesen Mobilfunkmast also mit seiner Winkelrute abgescannt und hat da ein negatives Zeichen bekommen. Das heißt also, die Enden der beiden Winkelruten haben sich gekreuzt. Und das ist also ein Hinweis darauf, dass die Energien, die von dieser Quelle ausgehen und gingen, negativ und kontraproduktiv und schädlich für den Menschen sind. Dann hat er so ein kleines Sprüchlein da zitiert, vier Zeilen, das ich auch in meinem Seminar auch den Teilnehmern vermittle. Und dann haben wir nochmal zusammen diesen Scan gemacht und erstaunlicherweise war das Ergebnis positiv. Also es war irgendwo eine Veränderung
passiert und wir haben das mehrfach wiederholt. Ich habe es dann selber auch probiert. Ich hatte noch keine Ahnung von dem Thema und bei mir hat das zunächst nicht geklappt. Und dann kam also auch die Information aus der geistigen Welt über diesen Geistheiler von Erzengel Michael Rabgedult. Das muss also nicht gleich auf Anhieb funktionieren. Die Menschen, die damit umgehen, haben meistens bringen aus früheren Inkarnationen entsprechende Voraussetzungen mit in Form einer Heilungserfahrung oder Heilertätigkeit. Und dann ist das relativ schnell erlernbar. Ich habe es nach ein paar Mal oder nach ein paar Versuchen dann auch geschafft und habe dann angefangen, auch in der Umgebung Mobilfunkmasten zu harmonisieren, beziehungsweise, wie ich das nenne, in die göttliche Ordnung zu bringen. Und schlagartig waren also auch die Symptome weg. Ich habe auch gemerkt, das hat sich auch in die physische Ebene auch hat sich dort bemerkbar gemacht. Also ich hatte nach Be Inbetriebnahme dieses Masten auch immer ein Prasseln im Telefon gehört. Das war dann auch schlagartig weg. Und mir ging es sofort besser und ich habe gemerkt, das war hier auch die Lösung. Andere Leute, die sägen dann den Mast ab oder machen irgendwelche Gewaltaktionen. Und für mich war das die eleganteste Möglichkeit, diese Dinge auch unschädlich zu machen. Wir wissen ja alle, und da gibt es entsprechende Informationen, dass Mobilfunkfrequenzen, WLAN letztlich auch die Gehirnzellen zerstören auf Dauer. Heute, das merkt kein Mensch, erst wenn die Leute dann mit 60 anfangen, dement zu werden, dann sind die Wirkungen, die sehr langfristig sind, zu spüren. Und das war für mich das Risiko einfach zu groß. Und ich habe damit eine einfache Möglichkeit gefunden, die jeder Mensch auch nach einiger Übung auch praktizieren kann, um diese Negativenergien in den Griff zu bekommen. Und das fing also an, dass ich alle Mobilfunkmasten erreichbar, die in der Nähe erreichbar waren, auf diese Weise unschädlich gemacht haben. Es hat an der Technik selber nichts geändert. Das heißt also, der hat nach wie vor auf der technischen Ebene, auf der physischen Ebene funktioniert. Ein weiteres Schlüsselerlebnis war dann ein Besuch bei einem, ja, hier 3 Kilometer entfernten Mobilfunkmast, der von Anfang an beim Scannen ein positives Ergebnis gezeigt hat. Das hat mich gewundert, weil generell sind für mich alle diese Masten schädlich auf den Menschen, auf die Physis. Und ich habe dann den Geistheiler gefragt, ja, was ist denn das? Ich bin hingefahren und es war ein total positives Ergebnis. Ich habe es mehrfach wiederholt und war immer wieder positiv. Dann hat er lächelnd mir gesagt, ja, ich war schon da, ich habe das schon für dich erledigt. Und das war für mich, weil das war ja nicht abgesprochen, war für mich auch der Beweis, dass hier wirklich eine Veränderung des Raumes und der Energie um diesen Masten auch wirklich dauerhaft geschaffen wird. Und ich bin nicht leicht, glaube ich. Ich bin Diplom-Ingenieur, ich habe selber Elektrotechnik studiert und ich glaube auch nicht alles, was man mir da erzählt. Und das war für mich doch ein wirklich wichtiges Erlebnis. Und ich habe dann experimentiert und weitergemacht. Ich habe dann Handys entschärft, oder harmonisiert. Das sind ja alles Strahlungsquellen, die auch in der Summe ständig auf den Menschen einprasseln. Auch die Nachbarschaft, die mit WLAN arbeitet, versorgt ja auch die Nachbarräume und Häuser mit diesen Energien. Wir sind dauernd in Beschuss von diesen Dingen und die meisten Menschen spüren nichts davon oder kurzfristig nichts davon und erleiden dann eben auf die Dauer Schäden. Also das ist ja heute auch medizinisch nachgewiesen, dass hier auch mit diesen Frequenzen Krebs erzeugt werden kann im Kopfbereich, also dort, wo das Handy ständig gehalten wird beim Telefonieren. Also das war jetzt für mich
wirklich eine Erleichterung. Und ich habe also auch dann gespürt, dass ich das, was ich dann mit den Mobilfunkmasten getan habe, um sie zu entschärfen, dass ich das nicht nur für mich tue, dass das nicht nur für mich ein Vorteil ist, sondern alle Menschen in der Umgebung, also in der Reichweite eines Mobilfunkmasten, profitieren davon natürlich auch unbewusst. Sie merken es nicht oder sie merken es nur daran, dass sie eben keinen Krebs bekommen auf Dauer. Und also das ist nicht nur ein Spaß für mich als Privatvergnügen, sondern auch ein Segen für die Mitmenschen. Und deswegen möchte ich das Thema auch verbreiten, dass möglichst viele Menschen auch in die Lage versetzt werden, da hier diese Dinge, die uns zugemutet worden, das sind ja sind zum Teil militärische Waffen. Also 5G ist offensichtlich und nachgewiesenermaßen eine Geschichte, die von den Geheimdiensten, US-Geheimdiensten entwickelt wurde, um Menschen zu stören oder zerstören oder zu irritieren oder in seltsame Zustände zu bringen. Und ja, für mich war das eben jetzt die Möglichkeit, diese Dinge, die extrem kontraproduktiv sind, gesundheitsschädlich sind, auf die Dauer auch für mich zu erledigen, zu entstören, ohne dass die Technik damit in Beeinträchtigung gebracht wird. Das heißt, man kann normal damit telefonieren, aber ohne diese negativen gesundheitlichen Wirkungen. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Mobilfrequenzen in einem Bereich liegen, 2,4 Gigahertz zum Beispiel, in dem die Hirnzellenkommunikation stattfindet. Das ist kein Zufall, sondern da sieht man auch diese negative Absicht, die mit dieser Technologie, die natürlich mit sehr werbekräftigen Argumenten den Menschen untergejubelt wird, dass hier eine Absicht von bestimmten Seiten vorhanden ist, Menschen zu manipulieren, zu stören, zu beeinträchtigen. Und das ist für mich also auch ein Hinweis, dass man hier sich wehren muss und wehren kann. Und das ist für mich wirklich eine wunderbare Lösung. Die ist so einfach und alle Dinge, die wahr sind und nützlich sind, sind einfach, sind ganz, ganz einfach. Jeder kann das erlernen. Und das ist genau das. Wir brauchen keine Geräte, keine Technik, keine Decoder oder irgendwelche Hightech-Produkte, um diese Dinge zu bearbeiten, sondern mit geistiger Energie geht das einfacher und effizienter. Und das ist nachhaltig, solange nichts an diesem betreffenden Objekt geändert wird, dann kann man eben diese Prozedur nochmal wiederholen. Möchte also, ich habe dann auch weiter experimentiert. Das war so der Einstieg, nämlich Technik benutzerfreundlich zu machen in Bezug auf die Ausstrahlung. Wir haben ja heute unendlich viele Strahlungsquellen. Jedes Auto ist eine Energiebombe. Allein über diese vielen Stromleitungen entstehen natürlich Magnetfelder, die ständig auf den Menschen einwirken. Das Horrorfahrzeug ist das E-Auto, das hier so hoch gejubelt wird und als ideale Möglichkeit gegen Klimawandel und diesen ganzen Mist, der uns hier erzählt wird. Das E-Auto ist in Bezug auf Strahlung und auf die Schädlichkeit gegenüber den Menschen das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da fließen also Ströme von mehreren 100 Ampere, erzeugen entsprechende Magnetfelder. Und ich habe Aussagen von E-Fahrzeug-Benutzern, die nach einer halben Stunde Fahrt schweißtriefend aussteigen und nicht mehr weiterfahren möchten, weil sie so stark beeinträchtigt werden durch die Magnetfelder, durch die elektromagnetischen Einflüsse, die von diesem super umweltfreundlichen, angeblich super umweltfreundlichen Fahrzeug ausgehen. Es ist ein Horror. Also ich bin jetzt, weiß nicht, ob ich bei dir bin, wenn es darum geht, ob mich vielleicht ein Ritual oder Erzengel Michael vor den elektromagnetischen Strahlen schützen kann. Aber
dass ich bin bei dir, dass ich auch relativ große Bedenken habe, was diese Strahlungen angeht. Ich kenne selbst persönlich viele Leute, die kein WLAN zu Hause haben, genau aus den genannten Gründen. Bei mir geht es aus diversen Gründen gar nicht anders, aber diese Mobilfunkstrahlung, da kann ich persönlich jetzt auch gar nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe da keinen Hintergrund und gar nicht das technische Verständnis, aber was ich sagen kann, ich bin vor einigen Jahren ab und zu mal im Krankenhaus gelandet wegen relativ schlimmen Herzrasen und scheinbar unerklärliches Herzrasen. Keiner wusste, woher es kommt. Das Herz ist kerngesund und es gab auch sonst nicht wirklich viele ja, Auslöser oder die man finden konnte. Nichts Großartiges, also keine Mangelerscheinungen, dies und das. Ich war damals auch körperlich sehr fit und ja, habe Herzrasen bekommen, relativ regelmäßig. Und dann, als ich dann wirklich zum vierten, fünften Mal in der Notaufnahme lag, wegen wirklich schlimmen Herzrasen, irgendwann kam so ein älterer Herr, so ein älterer Arzt, und der hat sich ein bisschen mit mir unterhalten und hat so meinen Arm festgehalten und hat gesagt: Wie sieht es denn bei dir daheim aus? Wie schläfst du denn? Da sage ich: Ja, wie schlafe ich? Auf dem Rücken, auf der Seite? Wie meinst du denn? Da sagt er: Na, wie schaut es bei euch im Schlafzimmer aus? Gibt es da einen Fernseher? Gibt es ein Radio? Gibt es da. Ich sage: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mal drüber nachdenken, habe ich mir nie so wirklich einen Kopf drüber gemacht. Mir war natürlich bewusst, dass man das nicht tun soll und nicht so viele elektrische Geräte, ganz klar. Genau hinter uns, am Kopfteil des Bettes sozusagen, dahinter ist eine lange Steckdosenleiste. Und da steckt halt alles Mögliche drin. Da waren Handy-Ladegeräte ab und zu drin und was weiß ich, was man nicht alles so halt im Schlafzimmer noch. Da, so einen ganz winzigen Fernseher haben wir im Schlafzimmer, wo man eine Serie guckt oder. Ja, da steckt eben alles drin. Und da sagt er: Tu die weg, mach dein Handy auf Flugmodus, sagt er, leg das draußen hin. Die meisten Leute legen ihr Handy aufs Nachtkästchen oder auf Schränkchen neben sich. Mach das weg, sagt er, und mach die Steckdosenleiste weg. Zieh alle Stecker raus, tu das Zeug weg, brauchst du eh nicht im Schlafzimmer, Schlafzimmer ist zum Schlafen. Da sagt er, mach nachts das Fenster ein bisschen auf Kipp und schmeiß diese ganzen Steckdosen raus. Und dann sagt er, und dann sag ich, also ich habe das schon ab und zu gehört, sag ich zu ihm, ist es wirklich so, kann das sein? Dass diese Steckdosen dieser elektrischen Geräte mich so dermaßen beeinflussen. Wir reden ja hier wirklich von Handy-Ladegeräten oder dem Handy, so kleine Teilchen, ne? Und vielleicht einen kleinen Fernsehapparat, der dann auch irgendwie 2, 3 Meter weiter weg ist. Sagt er ja, er ist davon überzeugt, dass mein Herzrasen auch davon kommen könnte. Er sagt nicht, dass es so ist. Natürlich kann er und darf er nicht sagen, ist ja ganz klar. Er sagt aber, es könnte natürlich ein Auslöser sein. Ich habe das temporär entfernt, diese Sachen. Also jetzt sind wieder ein paar Sachen drin, leider, aber ich habe die mal zeitweise entfernt, konnte an dem Problem mit dem Herzrasen leider nicht viel feststellen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich wesentlich besser geschlafen habe, ruhiger geschlafen habe, länger geschlafen habe und schneller eingeschlafen bin. Also mein Schlaf war, ich habe meinen Schlaf wirklich signifikant verbessert, indem ich diese Geräte entfernt habe, die Steckdosenleiste hinter uns entfernt habe und auch das Handy regelmäßig auf Flugmodus geschaltet habe und wirklich weggelegt habe. Also das hat meinen Schlaf zumindest sehr verbessert. Und wie gesagt, ich habe keinen Hintergrund, mir fehlt auch dieses technische Verständnis, um da jetzt wirklich ernsthaft mitreden zu können, wie schädlich diese ganzen Strahlungen sind, 3G, 4G, 5G. Mir fehlt da dieses Verständnis, das will ich ganz ehrlich sagen. Deswegen will ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich kann mir vorstellen, mit all den Dingen, die ich dir jetzt erzählt habe, die mir mit diesen Steckdosenleisten, mit den Handyladegeräten und mit dem Handy selbst erzählt wurden von diesem Chefarzt, kann ich mir vorstellen, dass es so ein Handymast, so ein Mobilfunkmast, der 200 Meter von deinem Haus entfernt steht, der natürlich eine ordentliche Portion dieser Dinge aussendet, ein ganz anderes Kaliber ist und einen dann in einem ganz anderen Ausmaß auch beeinflussen könnte, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keinen akademischen Hintergrund. Ich habe auch nicht irgendwie das studiert, was du studiert hast. Du kannst vielleicht ein bisschen besser mitreden. Ganz interessant finde ich auch, dass mit der 2,4 GHz-Frequenz, dass du sagst, das beeinflusst unsere Gehirnströme. Ist natürlich auch ganz interessant. Ja, es gibt natürlich auch viele Studien, muss man sagen,
Es gibt Studien, die besagen, da hast du natürlich recht, dieses Telefonieren, ständige Handy am Kopf, das kann einen krank machen. Da habe ich auch Studien dazu gelesen. Das ist wirklich so, das kann einen wirklich krank machen. Vor allem diese älteren Handys noch, die hat noch eine stärkere Strahlung. Diese Bluetooth-Knöpfe im Ohr und all dieses Zeugs soll wirklich nicht besonders gut sein. Auch hier möchte ich keine ultimativen Aussagen treffen, aber ich habe dazu etliche Studien gelesen. Ja, es gibt aber auch gegenteilige Studien, die sagen, diese Strahlungen sind alle genau in dem Bereich, wo sie einem nicht schaden dürfen. Die bewegen sich noch komplett im Rahmen. Die kennst du mit Sicherheit auch. Es sind dann wirklich offizielle Studien, die dann auch im Mainstream und überall in den Zeitungen und in den Online-Zeitungen dann auch veröffentlicht werden. Und die Studien auf allen anderen Plattformen, denen glaubt man immer gerne nicht so wirklich. Nur so die letzten paar Jahre sind ja viele Leute so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, was das angeht. Vor allem, wenn man so sich ein bisschen im Mainstream-Fernsehen so ein bisschen umguckt und in den Mainstream-Medien umguckt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt komplett das Vertrauen in den Mainstream-Medien verloren habe oder so. Aber es hat gerüttelt auf jeden Fall daran, am Vertrauen, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Studien, diese Berichte, von denen du jetzt vielleicht so ein bisschen gesprochen hast, das sind vielleicht auch dann Studien, die auf Seiten stehen, die nicht offiziell anerkannt werden. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, man muss sich immer auch fragen, wer finanziert eine Studie? Natürlich haben die Mobilfunkbetreiber Interesse daran, dass ihre Technologie als segensreich für den Menschen dargestellt wird. Und das ist klar, wer eine Studie finanziert, möchte natürlich ein bestimmtes positives Ergebnis. Ich zitiere auch gern diese griechische Studie, eine Langzeitstudie, die also nachgewiesen hat, dass bei permanenter WLAN-Benutzung, und das ist ja heute fast Normalität, dass in jedem Haus jedes Zimmer da mit WLAN bestrahlt wird und das Ganze, alle Räume, damit man sich irgendwelche Kabel erspart. Die hat also ausgesagt, dass auch bei dauerhafter WLAN-Benutzung 154 von 200 Enzymen in den Gehirnzellen irreversibel zerstört werden. Darf Das ich kann. ganz kurz unterbrechen? Entschuldige bitte, Luther. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Kannst du ein bisschen genauer erläutern, wer hat diese Studie gemacht? Hast du das im Kopf? Kannst du das sagen? Ich habe es nicht im Kopf, müsste ich recherchieren, aber die ist unwiderlegt. Also ich habe jedenfalls da keine Gegendarstellung dazu gefunden. Das sind Langzeituntersuchungen. Natürlich, kurzfristige Studien zeigen natürlich nicht solche Ergebnisse. Das muss schon über mehrere Jahre auch verfolgt werden, so eine Untersuchung. Und dann kommt man, und die Zahlen der Demenzerkrankungen nimmt auch entsprechend zu. Und dann kann man sich natürlich fragen, woher kommt das? Ja, ist das Zufall oder kommt das von der Ernährung oder was weiß ich? Und da ist offensichtlich der Zusammenhang, weil, wie gesagt, man muss sich mal vorstellen, so ein Handy hat maximal eine Ausgangsleistung von 2 Watt und die Energien, die in den Gehirnzellen für die interne Gehirnzellenkommunikation benutzt werden vom Körper, die liegen im Nanowatt-Bereich. Ja? Das sind also Nanowatt, das sind Milliardstel von einem Watt, und dann kann man sich natürlich leicht auch mit dem gesunden Menschenverstand überlegen, was passiert, wenn man mit einem Vorschlaghammer auf eine empfindliche Zelle hier eindrischt. Das kann ja nicht gut sein. Also natürlich kann ein gesunder Körper, ein gesundes Immunsystem sich auch partiell dagegen wehren. Aber wer hat denn heute noch ein intaktes Immunsystem? Da ist der Körper oft hoffnungslos überfordert. Ja. Das Problem ist halt, die Menschen spüren es nicht. Die sind so zugedröhnt mit Informationen, dass sie gar nicht mehr fühlen, was mit ihrem Körper geschieht. Ja. Sie gehen dann halt zum Arzt, dann wird von zum Beispiel Herzrasen diagnostiziert, und die Ursache wird in der Regel nicht gefunden. Solche Dinge, die mit dem Herz zu tun haben, sind oft auch über Energiewaffen, werden die provoziert. Wir erleben immer wieder, dass Protagonisten der alternativen Ideen dann oft
obwohl sie völlig gesund waren, die plötzlich tot umfallen, kriegen einen Herzinfarkt, sterben auf der Bühne oder in einem Studio und sind plötzlich tot. Und es wird dann natürlich diagnostiziert, natürlich Ursache Herzinfarkt. In der Regel und oft stecken da Energiewaffen dahinter, die heute speziell mit 5G-Technologie auch den Menschen ins Haus geschickt werden können. Wie gesagt, die ursprüngliche Absicht für die Entwicklung von 5G war eine Entwicklung als militärische Waffe. Es gibt auch Bilder, die ich auch in meinen Vorträgen zeige, von Jeeps, die mit speziellen Planarantennen dann auch gegnerische Soldaten hier schachmatt setzen. Die kriegen dann Schreianfälle, die rennen weg, die kriegen Angstzustände. Also, 5G ist genau die Technologie, mit der man auch Menschen töten kann und in Zustände bringen kann, die man nur als manipulativ benennen kann. Wie gesagt, das Problem ist, die Menschen sehen immer nur die positiven Seiten, überall im Dschungel erreichbar und überall WLAN und so weiter. Und sie spüren nicht oder noch nicht die verheerenden Wirkungen, die diese Dinge auf den menschlichen Körper und auf die Psyche haben und auf die Gesundheit haben. Das ist das Problem. Natürlich sehen die Menschen oft nur die positive Seite an diesen Dingen und Geräten und an dieser Technologie, denn es wird ja auch nur positiv angepriesen. Ist ja ganz logisch. In der Werbung, ne, Ja. du hast, kauf dir einen neuen WLAN-Router, denn ne, der alte hat nur so und so viel Gigahertz und kann nur dies und kann nur das, dann kaufst du dir halt den neuen. Ist ja ganz klar. Du kaufst dir das neueste Handy, du kaufst dir die neueste Technologie, natürlich wird es positiv angeboten. Angepriesen. Von den negativen Dingen erfährst du natürlich nichts, inwiefern sie dich schaden können. Das wäre ja geschäftsschädigend und das wäre nicht im Sinne Also. der Verkäufer. Du hast vorhin noch was ganz Wichtiges angesprochen. Du hast ganz kurz erwähnt, das Thema Ernährung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, heutzutage, dass Leute gehen sehr achtlos mit sich um und schaufeln alles in sich rein oder viele sehr ungesunde Dinge in sich rein. Man kann es vielen Leuten gar nicht für übel nehmen, denn es wird einem ja auch so präsentiert. Es wird ihm als viele Sachen werden einem als scheinbar gesund auch verkauft. Manchmal wird auch fragwürdige Werbung gemacht. Das haben sie glücklicherweise schon ein bisschen geändert. Vor allem, wenn es um Ernährung für Kinder geht oder so, dann ne? Ich finde das schon schwierig. Ernährung ist auch ein ganz großer Punkt. Also ich finde Ernährung ja schon fast noch schlimmer als die Gefahr, die durch Strahlung solcher Mäste ausgeht. Denn ernähren muss, also das sind Dinge, die musst du tun. Du musst trinken und du musst essen. Da kommst du nicht drum rum. Du kannst vielleicht eine lange Zeit nichts essen, aber du musst irgendwann essen. Und da ist ganz wichtig, was du isst. Und du musst darauf achten, was du isst und wie du dich ernährst und dass du dich ausgewogen ernährst, dass du die richtigen Dinge isst und unbelastete Dinge isst. Und das ist gar nicht so einfach, heutzutage unbelastete Lebensmittel zu finden und dich gesund zu ernähren. Also du ernährst dich manchmal scheinbar gesund, aber tja, dann guckt man, wo die Dinger herkommen und wie sie erzeugt wurden und dann fällt einem das Lachen aus dem Gesicht manchmal. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, die Ernährung, ne? Das ist auch ganz schwieriges Thema. Genau, es sind viele Faktoren, die hier auf den Menschen einwirken. Ernährung ist zwar ein sehr wichtiger, dann natürlich auch das Wasser, das Trinkwasser, was heute belastet ist. Es gibt zwar immer da Aussagen, dass unser Trinkwasser aus der Leitung das Beste ist, das wir uns vorstellen können, ist natürlich eine glatte Lüge, weil von den tausenden Chemikalien, die mittlerweile in die Kläranlagen reinkommen, es werden nur 50 Parameter untersucht etwa und dann kann man natürlich überhaupt nicht behaupten, dass das Trinkwasser gesund ist, weil die Hormone und Medikamentenrückstände, die fallen da komplett raus, ja. Und wir werden heute über das Trinkwasser mit Antibabypillen, Substanzen konfrontiert und alles Mögliche, ja. Wir werden komplett belogen und dann haben wir die Luft. Natürlich müssen wir auch alle atmen. Die Luft ist voller Chemikalien. Stichwort Chemtrails. Mittlerweile fangen auch Behörden an, dass solche unter der Bezeichnung Geoengineering diese Zudröhnung von der Bevölkerung mit Chemikalien. Also wenn man da mal
Untersuchungen sich anschaut, was da in diesen Chemtrails drin ist. Da findet man also eine Liste von 20, 30 Substanzen. Und da fragt man sich natürlich, was soll das? Da sind Bakterien drin, da sind Schwermetalle drin, da ist Strontium drin, da ist Aluminium vor allen Dingen. Aluminium ist eines der gefährlichsten Substanzen, die auf den Menschen einwirken können und ihn letztlich dann in die Demenz treiben können. Also das ist ja auch nachgewiesen, dass man da Aluminium in den Gehirnzellen findet. Es wird alles natürlich positiv dargestellt, Sonneneinstrahlung und so weiter soll damit reduziert werden. Das sind alles Vorwände. Es geht darum, die Menschen, ist mir mittlerweile klar geworden, und Menschen, die recherchieren, wissen, dass hier ein Plan existiert, die Menschen zu krank zu machen. Natürlich gibt es da Profiteure, die Pharmaindustrie freut sich natürlich und die Medizinindustrie freut sich auch, wenn die Menschen möglichst krank bleiben, weil das gibt Riesenumsätze. Ja. Das hört sich natürlich sehr brutal an. Aber wenn man mal die Hintergründe recherchiert, dann stellt man fest, es gibt einen Plan der Illuminaten, der Kabale, man kann diese Gruppe bezeichnen, wie man möchte, die absichtlich den Menschen schaden wollen. Ja, mit natürlich sehr positiven Verkaufsargumenten. Ne? Das ist völlig klar. Die Menschen kriegen dann nur die Vorteile einer Technologie vermittelt, aber die Nebenwirkungen, die derart verheerende Wirkungen haben und haben werden, das dauert ja noch. Es wird hier wirklich, und es gibt ja auch Beweise dafür, Stichwort Georgia Guidestones, die mittlerweile auch gesprengt worden sind in den USA, in Georgia. Da standen ja auf entsprechenden Platten diese Pläne einer bestimmten Gruppe auch in Stein gemeißelt. Also in dem Sinne, dass von der Weltbevölkerung letztlich 500 Millionen übrig bleiben sollen, die also diese Eliten ernähren können und sollen. Und die anderen müssen von dem Planeten entfernt werden. Und genau das läuft so auf diese Weise ab, weil diese Gruppe bezeichnet die meisten Menschen als nutzlose Esser. Die einfach nur Energie kosten, das sind dann die auch nicht zu kontrollieren sind in der Masse. Und deswegen muss man die eben beseitigen. Und das macht man natürlich nicht, indem man sie einfach hier hinrichtet, sondern das geht schleichend über viele Wege, über elektromagnetische Frequenzen, über Ernährung, über Luft, über auch psychologische Dinge. Also wir haben ja Dinge wie angstmachende Dinge wie Klimawandel, das ist natürlich völliger Nonsens. Es ist ja mittlerweile bewiesen, dass hier, es gibt zwar Klimawandel, aber der Einfluss des Menschen ist absolut minimal. Und damit kann man die Menschen natürlich in Angst bringen. Man kann ihnen Steuererhöhungen, CO2-Steuern abnehmen. Und das wird dann eben begründet, ja, Klimawandel, wir müssen was dagegen tun. Es ist eine einzige Lüge, die hier zugemutet wird. Und die meisten Menschen, die auch durch die Medien entsprechend hier manipuliert wurden und kopfnickend das jeweils als einzige Wahrheit annehmen, das ist eine massive Bedrohung der Menschheit. Ich kann es nicht anders nennen. Und wir müssen einfach aufwachen, nicht nur einige wenige, sondern möglichst viele, vielleicht 10, 20%. Und dann kann dieses Theaterspiel, dieses grausame Spiel beendet werden, ja. Und ich nehme für mich in Anspruch, da auch meinen Beitrag zu leisten mit dem Thema, das ich hier auch anbiete. Und es gibt viele andere Menschen, die auf anderen Bereichen, also auch für diesen Wandel der Gesellschaftsformen arbeiten, dass das alte System gekippt wird. Und es ist nur eine Frage, wie bewusst die Menschen
hier werden und aufwachen und merken, dass sie betrogen werden. Und dann kann wirklich eine Änderung dieser Welt entstehen. Es wird eine neue Erde entstehen. Aber wir als Menschheit sind aufgefordert, diesen Prozess zu beginnen und mit unseren Erkenntnissen und mit unseren Energien, mit positiven Energien voranzutreiben. Wir sind die, es gibt ja dieser Spruch, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Es gibt keine Erlöser oder Außerirdische, die uns retten. Wir haben auch, jeder von uns hat einen Anteil an dieser Misere, auch dadurch, dass wir oft geschwiegen haben zu diesen Zuständen. Wir haben also eine Mitverantwortung und wir sind auch dann gefordert, die Änderung herbeizuführen, indem wir unsere Angst ablegen, diese Lügengeschichten und Theaterspiele hinterfragen und durchschauen. Und dann hat ja das System, die Kabale, die uns letztlich alle versklaven wollen, also auch durch Dinge wie Transhumanismus und Computerisierung des Menschen, das sind ja alles Horrorszenarien. Das wird nicht kommen, weil die Menschen mittlerweile aufwachen. Sie merken, dass sie hier schon hier benutzt werden als Vieh, als nutzlose Esser, wie gesagt. Und solange wir uns das gefallen lassen, werden diese Ziele auch weiterverfolgt. Aber aus meiner Sicht ist das Spiel bereits zu Ende. Die Gegenseite kämpft um ihr Überleben. Die merken, dass sie durchschaut werden. Es gibt immer mehr auch im Hintergrund Verhaftungen derjenigen, die hier sowas, diese Lügen verbreiten. Und das ist unsere Chance als Menschheit, als auch jeder Einzelne ist hier gefragt, sich selbst zu hinterfragen, auch dieses Spiel für sich zu beenden und einfach angstfrei eine neue Welt mit zu erschaffen. Wir sind die Schöpfer, die hier das kippen können und dann das alte System austrocknen können. Wir werden nicht kämpfen, sondern wir werden einfach diese Dinge nicht mehr beachten. Wir hören nicht mehr auf das, was uns hier erzählt wird. Und dann kollabiert dieses System und kann uns nicht mehr schaden. Und dann entsteht was Neues. Und das ist unsere Chance, am Beginn des Wassermann-Zeitalters hier das Ruder komplett herumzureißen. Wir sind dann keine Opfer mehr, sondern wir sind die Schöpfer, die alles verändern können. Jetzt hast du aber die Boxbandagen angezogen in den letzten paar Minuten und hast ganz schön um dich geschlagen hier. Du hast ein paar, ja, kann man schon sagen, recht kontroverse Aussagen auch getroffen. Es ist natürlich hier in diesem Rahmen, hier in diesem Podcast, schwierig, für mich zumindest, natürlich auch für die Zuhörer. Deswegen müssen wir das Ganze auch ein bisschen auch jetzt die Aussagen der Gnade der Zuhörer und Zuschauer überlassen. Denn manche Aussagen sind halt ja recht kontrovers, zumindest für mich, und ohne Quellenverweise jetzt, und dieses ist halt immer auch schwierig, ne? Die Leute, die hören Sachen, die du dann sagst, und dann sagen sie, ja, wo hat er das her? Ich möchte Quellen. Und wo ich aber schon auch ein bisschen bei dir bin, ist zum Beispiel das Beispiel mit der Pharmaindustrie. Ich bin jetzt niemand, der sagen kann, weil ich es nicht weiß, steckt da jetzt irgendeine Verschwörung dahinter, dies und das. Mir fallen aber Dinge auf, die ich sehr komisch finde. Du kannst an jeder Ecke eine Schachtel Zigaretten kaufen, und Cannabis war jetzt wie viele Jahrzehnte illegal. Also Cannabis ist ja, hat halt heilende Eigenschaften. Wenn man es, wie sagt man, sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzt. Cannabis eine gute Medizin und ja, war jahrzehntelang verboten. Das ganze Ewigkeiten war das verboten. Zigaretten kannst du überall kaufen. Zigaretten machen nachweislich krank und bringen dich ins Grab. Das sind Sargnägel, die du dir da reinpfeifst jeden Tag. 30 Stück, 40 Stück, 20 Stück, was weiß ich. Ich habe selbst mal geraucht, leider. Und du kannst auch an jeder Ecke eine Flasche Strohrum kaufen oder irgendwie eine, was weiß ich, eine andere, irgendeine Alkohol.
was weiß ich, alles, was dich krank macht, was dir schadet. Fett, ne? Alle möglichen Kautabak, was weiß ich, alle möglichen Gifte, diese E-Zigaretten habe ich auch mal konsumiert, leider, muss ich sagen. Ja, diese süchtig machenden Stoffe und krank machenden Stoffe, Nikotin, Alkohol, das ganze Zeug, von dem nachweislich jeden Tag viele Menschen krank werden und auch leider ihr Leben lassen müssen. Dadurch, dass sie eben davon abhängig sind und haben dann eben auch Herzerkrankungen und was weiß ich nicht alles und Lungenerkrankungen, Schlaganfälle und so weiter und so fort. Das kannst du überall kaufen. Das bringt halt Kohle ein, wenn die Leute das kaufen. Das gibt Steuergelder. Die Frage drückt sich halt auf, ohne jetzt wirklich mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, denn wie gesagt, ich will da auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit Aussagen treffen und weil ich eben, ich weiß es nicht, wie es ist. Dennoch macht es einen bitteren Nachgeschmack, wenn du, wie gesagt, all diese Dinge kaufen kannst, überall konsumieren kannst, an jeder Ecke. Du kannst überall rauchen, du kannst überall dein Bierchen trinken draußen. Gibt nicht viele Ecken hier bei uns zu Lande zumindest, wo du kein Alkohol draußen trinken darfst oder nicht rauchen darfst. Und es ist überall, es ist auch, jetzt wurde Cannabis legalisiert. Jetzt habe ich Stimmen gehört und auch gelesen, die dann sagen, oh, jetzt laufen überall die Kiffer rum und dann überall siehst du dann die Kiffer rumfliegen und dies und das. Und ich denke mir, hat sich mal jemand das Oktoberfest angeguckt, was auf dem Oktoberfest los ist, wenn Oktoberfest ist oder irgendein Schützenfest oder was weiß ich, irgendeine andere Party, eine riesen Veranstaltung, Festival, auf dem Alkohol konsumiert wird, wie die Leute sich die Köpfe einschlagen, wenn die besoffen sind, wie die Bierflaschen durch die Gegend fliegen, wie sie sich Maßkrüge über den Schädel zimmern. Und wie voll die Notaufnahmen oft auch sind, wegen Alkohol. Also, ich habe doch keine Kifferboxen sehen und die sich da irgendwie Bierkrüge auf dem Schädel zertrümmern. Ne? Will nicht sagen, dass das nicht gibt, aber es ist natürlich, du hast es natürlich hier mit einer viel ruhigeren Batterie Menschen zu tun, Leute, die das konsumieren und nicht jeder pfeift dich das Zeug jetzt 24/7 rein den Tag, nur weil es jetzt legal ist. Also viele haben nur darauf gewartet, weil sie es vielleicht wirklich brauchen, weil sie vielleicht damit irgendwas, ja, nicht heilen, aber vielleicht im Zaum halten, irgendeine Art Krankheit, ne? Also es ist so. Und die freuen sich jetzt, dass es legal ist, dass sie ein paar Pflänzchen zu Hause anbauen dürfen und diese Heilpflanze konsumieren dürfen. Mit Ja, viel. das Ja, bitte. ist richtig. Ja, also auch hier wird massiv manipuliert. Ich wollte noch Folgendes ergänzen, weil du von Quellen gesprochen hast. Ich habe ja selber einen Telegram-Kanal, Innere Erde nennt er sich. Und da werden ja die Quellen alle zitiert. Also ich denke, man muss sich bloß mal die Mühe machen, und YouTube ist voller Quellenangaben. Das Internet ist voller Quellenangaben. Man muss halt bloß mal recherchieren. Also es ist nicht so, dass das alles Verschwörungstheorien sind. Das ist natürlich auch ein Begriff, der in den 60er Jahren nach dem Kennedy-Attentat von der CIA entwickelt wurde, um die Menschen dann mit einem Schubladenbegriff abzulenken und zu verhindern, dass man da genauer nachfragt. Natürlich gibt es die Verschwörung, die sind ganz offensichtlich und die sind der ganze Planet. Ich bin kein Negativdenker, weil ich weiß, das hat alles seinen Sinn. Aber das ist also wie eine Krake, sind diese Energien und diese Pläne, die dahinter stecken, wirksam und sie funktionieren nur so, solange die Menschen sich das gefallen lassen und solange sie nicht anfangen, das wichtigste Wort ihres Lebens auszusprechen, nämlich das Wörtchen Nein. Ja, also die dunkle Seite ist darauf angewiesen, dass wir zu ihren Machenschaften zustimmen, ja, dass wir Ja sagen, weil das ist ein kosmisches Gesetz. Sie dürfen da nicht gegen uns arbeiten. Sie tun es natürlich zum Teil trotzdem. Sie müssen uns, und deswegen versuchen Sie halt diese Dinge, die uns schaden, mit positiven Argumenten uns unterzujubeln, dass wir also Ja sagen zu Mobilfunk, ohne dass wir diese Nebenwirkungen dann damit bejahen, sondern wir wollen eben Kommunikation haben überall, wir wollen die Vorteile genießen. Und das ist der Trick, mit dem
sie unsere Zustimmung erschleichen. Ja, wir geben auch die Zustimmung. Natürlich möchte jeder gesund sein. Deswegen sagen die meisten Menschen, ja, ich bin bereit, mir die Impfung reinzuziehen. Also es ist eine Frage des Bewusstseins, der Bewusstheit der Menschen, wie weit diese Dinge auch auf uns einwirken können und uns schaden können. Und je mehr wir aufwachen, je mehr Menschen aufwachen, umso mehr Möglichkeiten gibt es, diese Dinge einfach auch uns abzustellen oder nicht mehr wirksam zu machen. Wie gesagt, wenn wir diese Mobilfunkfrequenzen harmonisieren, dann können wir die Technik unbeschadet benutzen. Wir können den Vorteil auch für uns, sogar WLAN, also das, ich benutze manchmal auch WLAN. Ich bin trotzdem sehr vorsichtig mit den Dingen, aber ich weiß, es kann mir nicht schaden. Ich spüre auch die Nebenwirkungen nicht mehr mit dieser Möglichkeit, diese Dinge zu entschärfen. Und es sind in dem Maße, in dem wir aufwachen, finden wir auch oder werden geführt zu diesen Dingen, die uns helfen, diese Wirkung dessen, was uns zugemutet wird, zu entschärfen und unwirksam zu machen. Und das ist das, was wir auch bekommen aus der geistigen Welt. Ich bin durchaus ein spiritueller Mensch und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir reden ja immer wieder von Schwingungen und Frequenzen. Es gibt auch Schwingungen in der menschlichen Seele, im menschlichen Körper. Und es geht letztlich darum, dass wir, wenn wir aus diesem Sumpf negativer Dinge, die uns jeden Tag zugemutet werden, herauskommen wollen. Wir müssen unser Bewusstsein erweitern, wir müssen unsere Frequenz anheben und dann können diese Dinge nicht mehr auf uns einwirken. Wir müssen nur, und das ist ja ein Trick der Gegenseite, dass sie uns klein halten möchte, dass sie uns dumm halten möchte, dass sie möglichst, also auch durch diese vielen Einwirkungen in Form von Chemikalien in der Luft, im Wasser, sie wollen unser Bewusstsein niedrig halten, damit wir nicht auf die Idee kommen, uns dagegen zu wehren oder diese Dinge zu erkennen. Und dann werden diese Waffen alle wirkungslos. Ja, wir müssen halt uns selber auch entwickeln, unser Bewusstsein entwickeln, und dann hören diese Dinge auf, uns zu schaden. Und das ist letztlich die einzige Möglichkeit, diese Manipulation, die mit uns gemacht wird, in vielen, vielen Bereichen ins Leere laufen zu lassen, wirkungslos werden zu lassen. Und das ist unsere Chance. Und das will ich auch mit meinen Seminaren und Vorträgen, auch über das Thema innere Erde, möchte ich den Menschen Möglichkeiten anbieten, wirklich sich zu wehren dagegen und indem sie das, was an negativen Absichten dahinter steckt, erkennen und dann anfangen, einfach Nein zu sagen zu diesen Einwirkungen. Wir lassen uns dann nicht mehr übers Ohr hauen oder über den Tisch ziehen mit irgendwelchen Versprechungen, was alles gut, angeblich gut für uns sein soll, sondern wir erkennen wirklich, wer wir wirklich sind. Und das ist eigentlich der Hauptsinn unseres Lebens hier. Wir wird immer nach dem Sinn des Lebens gefragt. Wir dürfen erkennen, wer wir sind. Wir sind keine kleinen arme Sünder und schuldbeladene Wesen, so wie uns die Kirchen das uns auch vermitteln wollen, sondern wir sind mächtige Wesen, wir sind Kinder Gottes, die mit allen möglichen Instrumentarien ausgestattet sind, um diese Angriffe auf uns abzuwehren und unwirksam zu machen. Und das ist der Sinn auch hier unseres Lebens, zu uns selber zu erkennen, unser Potenzial zu erkennen, auch unsere Macht, also Macht nicht in einem negativen Sinne, sondern in einem positiven Sinne. Und dann kann keine Energie dieser Welt, keine Mafia, keine Verschwörung uns irgendetwas antun. Und das ist das, was ich den Menschen auch vermitteln möchte, dass wir Möglichkeiten haben,
wir unser Leben positiv zu verändern und die, all diese Dinge völlig unwirksam zu machen, solange wir uns auf der gleichen Schwingungsebene wie das System bewegen. Und das ist ja die Absicht mit all diesen Einwirkungen auf uns, diesen Zustand zu behalten, diese niedrige Schwingung aufrechtzuerhalten. Solange sind wir angreifbar, nicht? Weil das gleiche Frequenzen sind aufeinander, können aufeinander einwirken, unterschiedliche Frequenzen sind dann die Möglichkeit, uns aus diesem niedrigen Zustand, wir sprechen auch von der dritten Dimension, uns zu entfernen, und dann sind wir angreifbar. Und das ist das genau, das ich auch mit meinen Seminaren vermitteln möchte, dass die Menschen sich hier in die eigene Ermächtigung wieder begeben. Und einfach die Dinge, die uns angeboten werden, auch zu nutzen, um wirklich in Frieden, in Harmonie zu leben, obwohl um uns herum ein Chaos herrscht, obwohl viele Angriffe auf uns gestartet werden, um uns zu schützen. Also das ist auch der zweite Teil meines Seminars, dass wir mit Symbolen auch und energetisch uns nach außen hin abschirmen. Und auf diese Weise unangreifbar werden. Und man kann es annehmen oder man kann es verwerfen. Jeder hat den freien Willen, jeder kann sich entscheiden. Und für mich ist ganz klar hier ein Ausweg gefunden aus der Misere, aus all diesen manipulativen Zugriffen auf die menschliche Psyche, auf den menschlichen Körper. Und nur so kommen wir da heraus. Ich habe auch, wenn ich das noch ergänzen darf, weitere Möglichkeiten gefunden, mit diesem Ritual, das zunächst mal nur dazu diente, um diese elektromagnetischen Einwirkungen auf uns zu kompensieren und unwirksam zu machen. Ich habe dann herausgefunden, dass ich auch damit zum Beispiel Geräte reparieren kann. Ich sage das mal so ganz frech. Also alle elektrotechnischen Geräte, die auch eine feinstoffliche Ebene haben, die eine Software haben. Ich habe damit mein Navigationssystem repariert und wieder in Funktion gebracht. Ich habe damit Computer Defekte und Ausfälle wieder repariert. Ich habe auch eine Festplatte, die einen Abgang gemacht habe, rein energetisch wieder repariert, sodass ich meine Daten da abholen konnte und sichern konnte. Also die Möglichkeiten, die ich dann noch herausgefunden habe über meine Dinge, die ich da mit dem Thema elektromagnetische Einwirkungen begonnen habe, sind unerschöpflich. Ich habe dann auch erlebt, dass ich Tiere heilen konnte. Also ich habe dann, mir ist dann mal gesagt worden von einer Bekannten, dass ihr Hund im Sterben liegt, und er hat mich gebeten, ob ich da was machen könnte, ja. Und ich habe dann dieses Ritual auch angewendet, und am nächsten Tag war der Hund wieder quietschfidel. Der war munter, als wäre nie was passiert. Der war im Sterben, er hat nichts mehr gefressen, er hat nur noch alles von sich gegeben und war also fast hinüber. Und das habe ich mehrfach auch erlebt, ja, also mit Katzen. Und ich bin jetzt dazu gekommen, auch mit Menschen zu arbeiten, energetisch mit dieser Technik, möchte ich fast sagen. Ich arbeite mit Krebspatienten aus der Ferne, ja, ich muss nicht vor Ort sein und ich brauche dann auch keine eigene Praxis, sondern ich arbeite mit dieser Technik auch mit Patienten und habe sehr, sehr interessante Ergebnisse. Das sind natürlich Dinge, die man über einen längeren Zeitraum verfolgen muss. Also wir haben damit, mit dieser Geschichte, die ich da auch vermitteln möchte, ein Instrumentarium bekommen, das ich in seinen Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft habe. Da ist noch Luft nach oben. Und da geschehen wirklich Wunder. Also man spricht immer wieder in unserer Szene von Manifestation. Und wir leben genau in der Zeit, wo wir Menschen, die also in ihre Ermächtigung gekommen sind, wahre Wunder erleben.
und vollbringen dürfen und können. Und das sind keine Wunder in dem Sinn, dass wir das, dass es einfach unnatürlich ist, sondern das sind Dinge, die durchaus natürlich sind. Nur haben wir bisher den Zugang nicht zu diesen Möglichkeiten uns erarbeitet. Also ist ein Potenzial an Möglichkeiten, das wirklich unerschöpflich ist. Und ich staune es selber immer wieder, ja, was das hier möglich ist. Wenn ich hier mein Auto repariere und das also so nicht durch den TÜV gekommen wäre, aufgrund eines blinkenden Airbag-Controllers, der mir gezeigt hat, dass das Auto irgendwo ein Problem hat. Ich habe dann mein Ritual gemacht und dann war das erledigt und ich bin problemlos durch den TÜV gekommen. Ja, also da fragt man sich schon, was geschieht hier? Aber das sind Dinge, ich bin ja, das sind keine Fantastereien, das sind ja alles Dinge, die ich erlebt habe. Und wie gesagt, als Ingenieur habe ich dann durchaus schon da, frage ich mich natürlich auch, mit welchen Dingen geht das hier vor sich. Ja? Aber es funktioniert und ich muss auch niemandem da irgendwas beweisen, sondern allein durch meine Tätigkeit beweise ich, dass es geht und jeder kann das, der den Zugang zu diesen Dingen auch für sich findet, kann damit arbeiten. Ja? Und man braucht keine Geräte, man braucht keine tolle Ausbildung, vielleicht das Seminar einmal mitmachen, 4 Stunden und dann kann jeder selber diese Dinge ausprobieren und verifizieren. Nicht? Also da braucht man kein Studium dafür. Das ist für jeden zugänglich, wenn er wirklich auch von innen her das für möglich hält. Man muss natürlich auch schon offen sein und das nicht mit dem Kopf irgendwie ständig blockieren. Der Kopf ist nur ein Teil unseres Wesens, sondern ich rate immer wieder auch die sogenannte Herzintelligenz zu mobilisieren und zu erschließen. Und diese Form der Intelligenz kann sehr wohl unterscheiden, was wahr ist oder was Lüge ist. Und damit könnten wir auch viel unser Leben erleichtern, indem wir solche Instrumentarien verwenden. Dann brauchen wir keine Beweise mehr, sondern wir spüren im Herzen, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist dann eben unsere Möglichkeit, hier Dinge zu hinterfragen. Da brauchen wir wirklich keine Studien und wir wissen es dann einfach auf dieser Ebene. Es wird Leute geben, die werden sagen, jetzt erzählt uns der Lauer hier was von Strahlenwaffen. Er erzählt uns was von der Pharmaindustrie, die uns vergiften möchte. Er erzählt uns all diese verrückten Dinge, bis der Aluhut glüht. Kann man denn mit dem Lothar Lauer auch in Austausch gehen? Kann man denn jetzt, ich meine, wenn man solche Aussagen trifft, wie du jetzt hier in diesem Gespräch, die sind natürlich kontrovers, das muss man sagen. Die sind kontrovers, die sind teilweise auch ganz ehrlich so ein bisschen grenzwertig für mein Empfinden. Und man muss natürlich auch so versuchen, dann den Leuten die Chance geben, das Ganze zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ich bin auch nicht mit allen einverstanden, aber ich möchte gerne die Plattform bieten, dass du deine Ideen hier den Leuten mitteilen kannst und die Leute können sich ihre Meinung dazu bilden. Ob die Meinung jetzt negativ oder positiv ausfällt, das ist nicht. Das liegt nicht in meiner Hand und das ist auch nicht, da entscheide ich auch nicht. Ich bin auch niemandem böse, der hier was Negatives drunter schreibt. Und die Leute werden auch sagen, ja, der Bechmann lässt das auch noch zu, der lässt dazu, dass einer so einen Quatsch hier erzählt. Ich bin nicht da, um zu sagen, hier, guck, was der Lauer macht, ist alles richtig und alles wahr. Ich bin mit vielen Sachen, die du hier gesagt hast, heute nicht einverstanden. Das ist nicht meine Richtung. Aber ich kann auch nichts Gegenteiliges sagen, weil ich nicht die nötigen Infos dazu habe, nicht das Background-Wissen und in vielen Sachen überhaupt nicht so tief drinstecke, um zu sagen, dass du lügst. Das kann ich auch nicht sagen. Das ist ganz klar. Es geht darum, ja, vielleicht auch manchmal den Leuten die Chance zu geben, die Sachen sich selbst anzugucken und selbst Genau. sich ihre Gedanken zu machen. Kann man mit dir in den Austausch gehen, außerhalb deiner Seminare auch? Bist du jetzt offen für E-Mail-Kontakt oder kann man dich irgendwie kontaktieren? Kann man dich erreichen? Natürlich, ja. Das biete ich ja an und ich habe jetzt auch mittlerweile 2.500 Follower auf Telegram. Mein Facebook-Account hat man mir natürlich gesperrt, weil hier offensichtlich
zensiert wird, das ist völlig klar. Ich habe dann auch den Telegram in meinem Kanal einen Chat, da kann jeder dann auch Fragen stellen oder auch Antworten natürlich bekommen. Ich habe einen E-Mail-Verteiler mit einigen tausend Adressen, das sind also meine Vortrags- und Seminarteilnehmer, meine ehemaligen. Ich habe einen hier in Bremling, einen Gesprächskreis, der auch von Menschen, da diesen Austausch wollen, anbieten, einmal im Monat. Also ich bin da völlig, völlig offen. Man kann auch mit mir telefonieren. Das muss ich natürlich auch ein bisschen in Grenzen halten, weil ich sonst keine Zeit für andere Dinge mehr habe. Also ich will mich da auch gar nicht irgendwie verstecken. Und ich weiß natürlich, dass meine Dinge, die ich für mich herausgefunden habe, und es gibt viele Menschen, die ähnliche oder die gleichen Erfahrungen gemacht haben, da bin ich also kein Einzeltäter. Es ist bloß eine Frage der Entscheidung. Möchte ich mich überhaupt damit auseinandersetzen? Möchte ich das prüfen? Ich habe mir wirklich auch bei meinem anderen Thema, innere Erde, habe ich natürlich auch erstmal gesagt, oh, das ist so verrückt, das kann ich niemandem zumuten. Ja, das ist ein Thema, das völlig aus dem Mainstream-Bewusstsein herausfällt. Und ich habe aber gemerkt, dass hier auch zensiert wird und dann muss ja irgendwas dahinter stecken. Ich war offen, hab recherchiert über Jahre und ich habe gefunden, es stimmt. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich mit dem Thema eine besondere Beziehung habe, weil ich selber in der inneren Erde gelebt habe. Ich muss also niemandem was beweisen. Ich kann es auch nicht, weil ich da nicht die entsprechenden Möglichkeiten bekommen habe oder noch nicht bekommen habe. Aber ja, auch nur auf diese Weise, wenn man unvoreingenommen da einfach mal hinschaut, und das ist auch für dich eine Empfehlung, auch dort, wo du jetzt aufgrund der fehlenden Informationen sagst, ich kann das noch nicht so annehmen, dann nutze doch diese Möglichkeiten. Das Internet ist voll von Quellen. Man muss sich bloß mal ausschlaggebend ist, dass man überhaupt eine Resonanz empfindet, dass man zwar sagt, vom Verstand her ist das abartig oder nicht möglich, aber ich mache mir die Mühe und schaue mir einfach die Quellen an, hinterfrage die Dinge und dann tun sich Dinge auf und ganz neue Welten. Und ich habe vieles auch umgelernt und für mich als wichtig empfunden, was für mich völlig abwegig war vorher. Ich arbeite mit den Themen, also speziell innere Erde, seit 10, 13 Jahren. Wenn man mir vorher das erzählt hätte, hätte ich hier mich an die Stirn getippt und habe gesagt, hätte gesagt, du spinnst ja. Aber ich war offen und habe angefangen zu recherchieren und zu überprüfen. Und für mich ist das auch das Thema ein Thema, das stimmt. Ich habe auch mehrere Interviews gemacht. Ich habe an mehreren Kongressen teilgenommen. Und es gibt da natürlich auch Menschen, die da Resonanz empfinden und die spreche ich an mit meiner Arbeit. Und die Ungläubigen, die nur ihren begrenzten Verstand benutzen und benutzen wollen, die dürfen halt auf ihrer Beschränktheit, möchte ich schon sagen, bleiben. Und die werden auf andere Weise dann die Dinge erfahren, die ich für mich verifiziert habe. Irgendwann kommt jeder mit diesen Dingen in Berührung, wenn er da genug Zeit verstreichen lässt. Die Dinge lassen sich in dieser Zeit nicht mehr verheimlichen und unterdrücken. Und das ist unsere Chance. Ich bin da nicht der Einzige, der hier Dinge herausposaunt, die ein Großteil der Menschheit noch gar nicht fassen kann. Weil die Menschen sind manipuliert, sie sind indoktriniert. Wir haben in der Schule fängt es an, in der Kirche geht es weiter. Wir haben nur das zu glauben, was uns die Mainstream-Medien verkünden. Und wer natürlich damit zufrieden ist, der wird da keinen Zugang finden zu diesen Themen. Erst wenn man mal merkt, dass wir einfach an der Nase herumgeführt werden durch die Mainstream-Medien, dass wir belogen werden, also auch durch die Regierungen, die uns schön ausnehmen wollen, steuerlich und energetisch. Erst dann fangen wir an, wirklich Dinge für uns zu erschließen, die vorher
einfach nicht existiert haben, weil sie einfach unterdrückt worden sind durch die Medien und auch die Regierung, die nicht wollen, dass wir uns überhaupt mit diesen Dingen beschäftigen. Ja, weil das ist die Gefahr für das System, dass wir diese Dinge plötzlich erkennen und merken, dass wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang hier für dumm verkauft worden sind. Ja. Das ist das, was ich erreichen möchte. Ich weiß, ein Großteil der Menschheit wird diesen Schritt nicht machen wollen. Wir haben den freien Willen und wir dürfen uns auch entscheiden, dumm und beschränkt zu bleiben. Es gibt Menschen, die fühlen sich damit wohl. Sie haben genug zu essen, die haben Fernseher, Chips und Bier ist da, die können dort damit auch durchaus glücklich sein. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo ihnen alle diese Ressourcen dann weggenommen werden. Wir haben ja Klimawandel angeblich, wir haben Nahrungsmittelprobleme, Lieferketten. Es geht den Menschen an die Substanz. Und dann, wenn sie nichts mehr zu essen haben, wenn ihnen ihr Geld weggenommen wird, dann werden sie schon mal auch mal Fragen stellen und sich überlegen, ja, was läuft denn da ab? Ist das alles in Ordnung? Und dann werden sie und in der Not auch dann zu Schritten greifen, die sie vorher gar nicht aus Bequemlichkeit gar nicht tun wollten, weil es einfach den Menschen noch viel zu gut geht und ging. Nicht? Also auch deswegen, das ist durchaus in den negativen Erscheinungen unserer Zeit, ist das Positive zu sehen. Und für mich ist das ein großes Theaterspiel, das hier abläuft, das nur dazu dient, um diesen Bewusstwerdungsprozess zu ermöglichen. Ja, und das ist das Positive, weil sonst würden wir nie oder ein Großteil der Menschen nie auf die Idee kommen, uns aus der gewohnten Komfortzone herauszubewegen. Ja. Wir brauchen also auch diesen Druck von außen, diese Einschränkungen, diese Mangelerscheinungen, die uns zugemutet werden, um überhaupt mal uns Fragen zu stellen, was geschieht hier eigentlich, was passiert hier eigentlich? Und dann kann die Änderung geschehen. Und das ist für mich ist das alles ein Theaterspiel, was hier abläuft, das nur dazu dient, die Menschen in ein höheres Bewusstsein zu bringen, eine neue Erde zu gestalten mit diesem neuen Bewusstsein. Und dafür bin ich dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf, hier auf dieser so chaotischen Welt, weil es die einzige Chance ist, hier diesen Wandel herbeizuführen, in die neue Zeit zu gehen und das Alte einfach nicht mehr zu beachten. Und wir müssen es nicht bekämpfen, sondern es wird kollabieren, wenn wir einfach nicht mehr hinschauen und diese Ener uns Energie abzapfen zu lassen, die also diese Gestalten brauchen, um zu leben, sondern wir lassen sie einfach aushungern und sie werden damit überflüssig. Wir brauchen nicht kämpfen. Es geschieht von selbst aufgrund der Energien, die auf unsere Erde einströmen, die uns jetzt aus dieser Notsituation herausführen. Das soll das Schlusswort sein. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen kontroversen, aber dennoch sehr interessanten Austausch. Hat mir Spaß gemacht. Und werde auch drüber nachdenken. Werde mir ein bisschen angucken, was du noch so tust, natürlich. Mir deine Kanäle mal anschauen. Wir werden die natürlich auch hier verlinken unter dieser Folge, dass die Leute auch mal reingucken können, wenn die Leute interessiert sind. Und ja, auch mir ist wichtig, nochmal zu erwähnen, dass ich natürlich, ja, mir ist natürlich bewusst, dass Leute unter diese Folge natürlich auch Dinge schreiben werden, die nicht so schön sind. Aber Das wie kann ich gesagt, mir gut ist, annehmen. ja, ich kann auch damit leben. Mir ist wichtig, dass die Leute auch wissen, ist genauso wichtig, hier als Gast gerne habe und dich erzählen lasse, mit was du dich beschäftigst und was du für Gedanken hast und was dich bewegt im Leben. Genauso würde ich mich mit jemandem hier reinsetzen, der das komplett gegenteilig sieht wie du. Der vielleicht sagt, so jemand wie der Lauer, der ist
gefährlich oder die Aussagen, die der trifft, sind gefährlich. Ich würde mich genauso mit so jemandem hier reinsetzen und würde den genauso sprechen lassen. Also ich mache da keinen Unterschied, weil mich jede Seite interessiert und jede Meinung interessiert. Und hier geht es einfach um Meinungsbildung. Hier geht es überhaupt nicht um meine Meinung. Ich möchte, dass die Leute da draußen, natürlich geht es ein bisschen um mich, für mich privat natürlich schon. Ich mache mir da auch meine Meinung natürlich und meine Gedanken und meine Meinung zu diesen Themen. Ich möchte, dass die Leute sich alles anhören können, egal wie kontrovers das ist, auch wenn es manchmal ein bisschen heftig ist, ein bisschen wild ist. Manche Aussagen sind echt ein bisschen wild für mich. Ich bin überhaupt nicht so tief in diesen Themen drin wie du. Manche Sachen, die du gesagt hast, ich sag dir, Lothar, die klingen für mich so wild und so verrückt. Da kann ich nicht einsteigen. Das ist nicht meine Welt, ne? Aber man darf drüber nachdenken. Man darf es aussprechen, dass man sich damit befasst, dass man darüber nachdenkt. Das darf man. Das muss erlaubt sein. Und Genau. genauso wie das die Gegenseite, nenne ich sie einfach mal jetzt ganz frech, auch darf, der dürfte genauso hier sitzen und dürfte sagen, der Lauer ist Kacke. Darf er auch sagen, wenn er will, und darf seine Meinung dazu sagen, was ihm hier nicht gepasst hat an der Folge. Das ist mir wichtig, eben der Austausch und dass man trotzdem vielleicht respektvoll seine Meinung dazu in den Kommentaren sagen kann. No? Das kann trotzdem respektvoll passieren in den Kommentaren, wenn man jetzt nicht dieselbe Meinung vertritt wie du oder wie ich. Das ist völlig egal. Hauptsache ist, es bleibt, wie gesagt, ein bisschen respektvoll. Das ist ganz wichtig. Ich finde es trotzdem, es hat trotzdem Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe mir auch die Folgen angehört zum Thema innere Erde. Das war für mich auch ein bisschen wild, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir beide werden uns darüber auch nochmal unterhalten, wenn du Lust Gerne, hast. gerne. Da habe ich nämlich ein paar andere Gedanken dazu, als Barbara die hat. Barbara steigt ja da auch so ein bisschen ein auf die Geschichte. Also sie ist ja da ein bisschen, ja, empfänglich auch für diese Sache und ne, ihr gefällt das ganz gut. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich will nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, nur dass ich da ganz andere Gedanken dazu habe und ein paar interessante Fragen vielleicht für dich dazu habe. Da werden wir uns vielleicht nochmal treffen, wenn du Spaß dran hast. Mir würde es Spaß machen. Gerne, gerne, danke. Und für heute machen wir Schluss, wie gesagt. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Bleib bitte noch 2 Minuten bei mir, okay? Dankeschön, ja, und ich bin dankbar dafür, dass du so offen bist und auch mir dieses Podium auch ermöglicht. Und letztlich müssen die Benutzer und die selber entscheiden, und das ist der Sinn dieses Interviews, dass die Resonanz empfinden, auch wirklich dann in Bewegung kommen, und die anderen haben den freien Willen, also noch nicht oder nicht da zuzustimmen. Ich weiß, dass ich provoziere, dass ich hier auch polarisiere, aber das ist ganz normal in dieser Welt, und wir müssen einfach Entscheidungen treffen, und darum geht es letztlich. Richtig. Dankeschön für dieses Interview.